So, jetzt sind wir bei der Luxusklasse Phoenix angelangt. Der A7800 RS LX. Schau mal die Garage. Gehen wir erstmal von außen. Was? Die Garage. Boah, das ist ja. Was sag mal? Ganz so eine Rolle, glaube ich. Passt da Rolle rein. Ne? Ja. Wirklich schön. Von hinten. Ja, ist halt ein Phoenix, ne? Schon was Besonderes. Mit dem typischen Alkoven drin. Also war gestern so angespannt, da haben sie das gemacht. Phoenix-Logo. Gleich los, wa? Ja. Wir sollen hier warten. Achso. Also schön vom Platz her, ne? Absolut. Richtig tolles Raumgefühl. Oh, richtig gut. Falls man kein Haus hat. Ja. So, darf ich da euch mal kurz mit draufnehmen? Ja. Mal ein bisschen winken. Hallo. Das hat er jetzt im YouTube zu sehen. Egal. Egal, ne? Grundsitzcoach. Hab einen eigenen Channel. Ach was. Richtig schön. So, jetzt schauen wir uns den Kühlschrank nochmal an. Ja gut, das ist nicht der größte, finde ich jetzt. Ne? Aber es reicht. Das hatte der andere und hier so ein Knopf, wo man dann die Bette von oben runterfahren echt? Kann. Ja, die hängen beide an der Decke und konnten sie. Ach, die Hubbetten, ne? Hubbetten, ja. Gut, das ist der Schrank. Ja. Schaltung, alles schön geordnet. Toll. Schaut gut aus, ne? Ja. So, jetzt schauen wir uns das Bett nochmal an. Und das Badezimmer ist da drin. Mhm. Bett ist über der Fahrerkabine in dem Alkoven drin. Auch richtig schön groß. Also das schaut sehr, sehr bequem aus. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Also gefällt mir richtig auch. Dusche ist auch toll. Schauen wir die Dusche noch an, genau. Ja, schöne ambiente Beleuchtung. Oh, keine Regenwalddusche. Hm? Keine Regenwalddusche. Kann man sich einbauen. So. Die Toilette. Also echt großzügig geschnitten, ja. Ne? Schön. Handtuchtrockner. Schon ein Phoenix halt.